Corona macht auch vor dem Santiglaus nicht Halt. Wir sind schauen, was für kreative Lösungen sie gefunden haben. Normalerweise machen Santiklaus Hausbesuche. Machen. Es sind 6 oder 7 Ägypten sogar, die normalerweise von Haus zu Haus gehen. Am 6. oder 5. oder 7. Aber jetzt, durch Corona-Zeit, haben wir es verändert. Und zwar bieten wir es an 3 Standorten an. Hier in Biersfelden mit Santiklaus und Schmutzli. Und die angemeldeten Familien kommen dann vorbei und haben dann das Gespräch mit dem Santiklaus. Spürt ihr ein starkes Bedürfnis nach traditionellem Ritual? Das ist sehr schwierig zu sagen. Wir haben normalerweise sind es ein bisschen mehr Familien, die sich angemeldet haben, normaler Hausbesuch. Aber es sind nicht wenige, ich glaube 36 oder 37 Familien, die sich jetzt an diesen 3 Standorten angemeldet haben. Wir empfinden das als sehr gut, dass wir den Brauch trotzdem können anbieten können. Natürlich mit den Corona-Schutzmassnahmen, das ist klar. Aber für die Leute ist das ganz, ganz wichtig, dass man so Brüche, so christliche Brüche, auch weiterhin tradieren können, egal unter welchen Umständen. Und dass wir da so kreativ sind, dass wir jetzt das einfach an 3 Standorten können anbieten können, finde ich super. Und so ist Pfarrei St. Anton mit dieser Situation umgegangen. Es ist von Santiklaus selbstverständlich, dass er immer zu den Kindern kommt, egal unter welcher Situation. Jetzt halt draussen mit grossem Abstand und halt in viel kleineren Rahmen. Normalerweise ist der Hof in der Antoniuskirche voll und der Saal auch in den letzten paar Jahren. Aber jetzt hat es auch seinen Reiz, jetzt ist es wie eine Art Privataudienz mit dem Santiklaus und dem Schmutzli. Das ist auch schön. Ich weiß, was du viel Ball auf einmal lütet Glöckli, der Santiklaus kommt heim. Santiklaus, du guter Mann, endlich bist du wieder da. Du kannst schauen, was ich mache. Ich spiele, singe und lache. Du hast mir leeres Herz verschenken und bin bis an andere danken. Nur so bin ich selber froh, dass ich kein zweimal gekommen. Das ist immer wunderschön und das ist faszinierend, wie die Kinderaugen immer leuchten. Allein wegen dem lohnt sich immer der lange Weg vom Schwarzwald dahin, von der Schmutzli und von mir. Unsere letzte Station ist in Oberdorf und auch hier hat es glückliche und strahlende Augen gegeben. Also wir sind hier in Oberdorf, Bruder Klaus-Kirche. Hier in Oberdorf die schöne Kirche, wo wir jedes Jahr den Santiklaus dürfen begrüßen und auch dieses Jahr dürfen begrüßen. Also zuerst kommen die Eltern und die Kinder, Gotti Götti, Grosseltern, die einfach möchten, die kommen rein und dann singen wir zuerst das Adventslied. Jetzt haben wir ja die zweite Kerze angezündet und haben das zweite Adventslied, dürfen 2 Strophen singen. Dann erzählen wir eine Geschichte oder haben die Geschichte gehört vom Santiklaus, der ein bisschen verschlafen hat. Aber Gott lobt den eben nicht. Sie haben den Santiklaus verabschiedet, haben ihm das letzte Lied, das Feiern mit dem kleinen Lied, gesungen. Dann ist er raus und wir haben noch ein bisschen gewartet und sind nachher dann noch ans Feuer gestanden und haben das Eseli dürfen streicheln. Und ich denke, das ist ja besonders wichtig, dass Eseli dürfen streicheln, weil man doch ja, einander nicht nachkommen. Man darf sich nicht halten, man darf sich nicht heben. Aber das Eseli, das ja ganz besonders, darf man streicheln. Wärme, nebenbei auch das Pulsieren spüren durch das Fell von dem Esel und das Pulsieren halt ein bisschen auch von dieser Zeit, von der Advents- und Weihnachtszeit. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, seit einem halben Jahr ist dort, wo ich wohne, eine riesige Baustelle. Die Gleise werden nämlich erneuert. Und immer wieder flattern die Zettel ins Haus, wenn Nacht- oder sogar Wochenendarbeit angesagt ist. Und seit anderthalb Jahren ist dort, wo ich arbeite, hier am Bankenplatz, eine riesige Baustelle, nämlich Parking, Kunstmuseum. Das heisst, ich bin eigentlich die ganze Zeit umgeben von Lärm, von Rattern, von Maschinen und manchmal nervt das richtig. Vielmal geht es gut, aber es kommt vor, dass ich so ein bisschen durchgenervt bin. Jetzt im Advent habe ich eine ganz grosse Sehnsucht nach Stille. Und vielmal finde ich sie,
Zum Beispiel auch hier in der Kirche, jetzt gerade, wo auch die Baustelle vom Theater so langsam zu Ende geht. Ja, man findet auch in Basel-Stadt Stille. In der Kirche, im Park, am Rhein vielleicht, im ruhigen Quartier oder am Sonntagmorgen, zu Nacht. Man muss sie einfach ein bisschen suchen. Eine Freundin von mir, die ich gerade kürzlich besucht habe, die wohnt in Bembel im Baselbiet. Und sie hat das Dorf ausgesucht, weil es dort so ruhig ist. Sie sagt, sie braucht die Stille, sonst wird sie verrückt. Ich habe das sehr beeindruckend gefunden. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dort zu wohnen, sondern liebt die Stadt. Aber es gibt ab dem 7. Dezember bis und mit 13. Dezember eine Woche von der Stille. Sie heisst Stille in Basel. Mit und trotz Corona finden alle Veranstaltungen im ganz kleinen Rahmen statt. Man kann immer dort und dort sich umschauen und im Zentrum für Achtsamkeit, in Kirchen, in Spaziergängen und so weiter. Dort findet man Stille. Ich freue mich auf die Woche. Auch bei uns in der Kirche findet etwas statt. Und ich wünsche Ihnen und mir einen ganz stillen und schönen Advent. Vieles kann nicht im gewohnten Rahmen stattfinden oder ist sogar abgesagt. Und trotzdem, die Adventszeit hat angefangen und Weihnachten findet statt. Livestreams von Gottesdienst bietet das Bistum Basel mit Gottesdienst vom Bischof Felix Gmür und vom Weihbischof Denis Dörrian. Die Kirchen haben sich einiges einfallen und verschiedene Angebote geschaffen. So erzählen Baslerinnen und Basler im digitalen Adventskalender von der römisch-katholischen Kirche Basel-Stadt von ihren Träumen, Hoffnungen und Lichtblick. Der Adventskalender steht auch auf WhatsApp und diversen Social-Media-Kanälen zur Verfügung. Unter dem Titel «Lasst uns froh mit Mundschutz sein» hat die römisch-katholische Kirche im Kanton Basel-Landschaft allen ihren Mitgliedern über das Pfarrblatt «Kirche heute» eine spezielle Broschüre für die diesjährige Advents- und Weihnachtszeit zugestellt und ein Webportal mit vielen Anregungen für die besondere Zeit aufgeschaltet. Einen tollen Adventskalender bieten auch die reformierten Kirchen Obers-Baselbiet. Es gibt jeden Tag eine neue Videobotschaft von den reformierten Pfarrerinnen und Pfarrern vom Dekanat Farnsburg-Homburg. An verschiedenen Orten in der Stadt, zum Beispiel im Innenhof vom Lindenberg, gibt es einen originellen Adventsweg zum Nachdenken, Bestaunen und sich Freuen, inklusive einem Wettbewerb. Am Sonntagsabend, 13. Dezember, kommt das Friedenslicht aus Bethlehem nach Basel. Ein grosser Anlass kann zwar nicht stattfinden, aber zwischen 4 und 6 Uhr am Nachmittag wird es einen Spaziergang im Einbahnbetrieb durchs Basler Münster via Haupteingang Kreuzgang anboten. Dort können Kerzen gekauft und das Friedenslicht aber einer brennenden Fackel entgegengenommen werden. Noch die ganze Woche bis und mit am 13. Dezember gibt es in der offenen Kirche Elisabeth ein Angebot von der Stille mit Klang, Yoga, Achtsamkeit oder Meditation. Und in Muttenz kann man jeden Abend zwischen 5 und 10 eine Lichtprojektion an der Wehrmauer von der Kirche St. Abogast im Dorfkern geniessen. Gezeigt werden Bilder aus der Weihnachtsgeschichte. Sorgere.
ad populo. Peccator.